Ja, dann ist es 18 Uhr. Ich sage von meiner Seite aus Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Rabe und wir werden heute gemeinsam hier bei Linksbroker das Webinar zum Thema Aktie plus Option erfolgreich mit Covered Call Writing bestreiten. Wir haben jetzt schon einige Male etwas mit Linksbroker gemeinsam gemacht. Ich freue mich sehr, dass wir das heute wieder einmal tun können. Und es freut mich, dass dann doch auch so viele Zuschauer hier sind oder Zuhörer. Es ist ja wunderschönes Wetter draußen, wenn ich hier so aus meinem Bürofenster schaue. Und umso schöner, dass Sie sich die Zeit nehmen. Damit der ein oder andere, ich habe es schon bei den Namen gesehen, den einen oder anderen kenne ich oder der kennt vielleicht auch mich, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen. Also der hübsche, charmante junge Mann da links oben, das bin ich. Ich bin seit 1995 an der Börse aktiv. Natürlich nicht von Beginn an als professioneller Händler, das, was ich also jetzt tue, sondern 1995 war es, dass ich das erste Mal mir wirklich einen Trade, würde man heute sagen, damals war es einfach der Kauf eines Optionsscheins, dass ich den getätigt habe, und im Laufe der Jahre hat sich das dann eben entwickelt. Ich bin heute, lebe von der Börse, von meinen Unternehmungen an der Börse. Ich habe sehr lange in oder war sehr häufig in Chicago, habe dort auch einen Großteil meiner Ausbildung bekommen an der CME, also an der da vor Ort ansässigen Terminhandelsbörse, und deswegen bin ich ganz einfach auch ein wenig geprägt und beschäftige mich heute nahezu ausschließlich mit dem Handel von Optionen und Futures. Natürlich auch mit Aktien. Das geht dann oftmals in den etwas längerfristigeren Bereich, aber auch dahin Covered Call Writing, was wir heute hier besprechen wollen. Und natürlich in den letzten Jahren sind auch ETFs dazugekommen. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Ich habe mit einem Kollege hier zusammen auch ein Buch geschrieben, Optionsstrategien für die Praxis. Gibt es jetzt im bald der nächsten oder dritten Auflage, verkauft sich also immer noch ganz gut, was uns freut. Und warum habe ich hier oben Unternehmer hingeschrieben? Einfach, um Ihnen auch vielleicht meine Sicht der Börse zu geben. Für mich ist Börse kein Selbstzweck, sondern für mich ist Börse lediglich ein Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen. Das heißt also, ich muss nicht handeln um des Handels willen, dass ich also sage, ich sitze einfach mal da und klicke da hier ein bisschen rum, sondern wenn ich schon Börse mache, dann muss auch etwas herauskommen. Also dann muss das Ganze ertragreich sein, dann muss Geld verdient werden und es muss mehr herauskommen, als wenn ich einfach nur mein Geld passiv an den Märkten investieren würde. Also wenn ich nur so viel Geld machen würde an der Börse wie ein passives Investment in beispielsweise in einen Aktien-ETF, dann könnte ich es auch sein lassen. Ich finde zwar Börse als solches faszinierend, aber jetzt nicht die Tätigkeit als Ganzes. Das ist ein ganz normaler Beruf, ein ganz normaler, sagen wir mal, Handwerksberuf, den man erlernen kann. Und da muss dann schon der Ertrag entsprechend sein, dass das Ganze Sinn macht. Das Buch gibt es nicht auf Englisch und wir haben sogar versucht, im Buch hier auf möglichst viele englischsprachige Begriffe zu verzichten, was nicht immer ganz leicht ist. Also Sie können eben nicht schreiben, ich bin kurz die Aktie, wenn Sie schreiben wollen, ich bin short die Aktie. Aber das nur nebenbei. So, das soll jetzt genug der Eigenwerbung gewesen sein. Und jetzt schauen wir uns mal an, über was es heute geht. Und als erstes möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Und vielleicht können Sie mir das Ganze beantworten hier im Chat, und zwar: Warum kaufen wir eigentlich Aktien? Wir sehen hier die Aktie von McDonald's. Das ist ein Quartalschart, also ein sehr, sehr langer Chart. Jede einzelne Kerze ist ein Quartal. Und Sie sehen, das geht hier bis weit in Anfang der 80er Jahre hinein. Und was ist eigentlich der Grund, warum wir überhaupt Aktien kaufen? Warum kaufen Sie Aktien, wenn Sie welche kaufen? Was ist da die Motivation dahinter? Vielleicht kann mir der eine oder andere da eine Antwort geben. Okay, mehr Rendite als bei anderen Anlageformen, Geld verdienen natürlich. Okay, alles richtig, würde ich Ihnen alles so unterschreiben. Für mich gibt es, Dividende zu bekommen, auch eine sehr gute Antwort. Für mich gibt es im Grunde nur zwei Gründe, warum man Aktien kauft. Und zwar, das eine ist,
dass man sagt, ich möchte heute eine Aktie kaufen, um sie später zu einem höheren Preis zu verkaufen. Weil stellen Sie sich vor, Sie haben hier die McDonald's gekauft, als Beispiel, und haben da, keine Ahnung, 10.000, 100.000 Dollar, Euro, was auch immer, investiert, und Sie haben halt immer noch diese Aktien und Sie hätten keinerlei Ertrag herausbekommen. Das nützt Ihnen ja nichts. Dann sind Sie zwar vermögend, aber können nicht davon leben. Deswegen die Antwort, Dividende zu bekommen, sehr, sehr gute Antwort. Aber natürlich auch, und das ist da, glaube ich, der Grund für die meisten, dass man einfach Aktien kauft, weil man sie später zu einem höheren Preis wieder verkaufen will. Es gab übrigens vor kurzem eine ganz interessante Untersuchung, wie lange Aktien gehalten werden in Bezug auf das Alter derjenigen, die das handeln. Und da war es ganz einfach so, dass sehr viele, dass die über 50-Jährigen Aktien teilweise wirklich noch Jahre halten und eben entsprechend auch auf Dividenden etc. schauen, wohingegen die Jüngeren oftmals nur wenige Tage und Wochen Aktien halten. Und erstaunlicherweise war es aber auch so, dass die ab 50-Jährigen auch deutlich mehr Performance gemacht haben als die kurzfristigen Händler. Ist natürlich immer nur eine pauschale Aussage, kann man nicht auf den Einzelnen zu beziehen. Was vielleicht viele gar nicht wissen, es ist ja so bekannt, dass man sagt, man bekommt mehr Rendite als bei anderen Anlageformen. Sie haben das auch gerade hier im Chat geschrieben. Und oftmals wird dann aber gedacht, okay, das hat einfach mit dieser Wertentwicklung zu tun. Also dass eben Aktien einfach mehr Geld bringen, dass sie mehr im Wert steigen als beispielsweise andere Anlageformen. Aber oftmals täuscht das ein ganz klein wenig, denn wenn wir uns mal Folgendes anschauen, ich habe hier zwei Charts übereinander gelegt und da sehen Sie hier diesen grünen Chart, das ist der S&P 500 Index, den Sie alle kennen. Ich muss dazu sagen, wir selbst bewegen uns aufgrund unserer Historie, wenn ich sage wir, das ist mein ganzes Team hier mit im Handelsbüro, wir bewegen uns nahezu ausschließlich in den amerikanischen Aktienmärkten und amerikanischen Future-Märkten. Das hängt einfach mit unserer Historie zusammen, dass wir alle aus dem Future-Handel und aus dem amerikanischen Handel kommen. Und was Sie hier also sehen, das ist dieser S&P 500. Und der S&P 500 ist ein sogenannter Kursindex. Das bedeutet, das, was Sie jeden Tag sehen, wenn Sie in Ihre Charts hineinschauen, so haben sich tatsächlich die 500 Aktien entwickelt, die im S&P 500 enthalten sind. Wenn man aber einmal die Dividenden dazu rechnet, und auch da gibt es einen Index, das ist dieser sogenannte S&P 500 Total Return Index, das ist diese schwarze Linie hier, dann sehen Sie, dass der den S&P enorm outperformt hat, und zwar ganz einfach aufgrund der Dividenden. Dividenden sind langfristig betrachtet einer der ganz, ganz großen Treiber im Renditeansatz von Aktien. Wenn man so pauschal immer, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was bringen Aktien im Durchschnitt, kämen Sie sicherlich zu Antworten 7-9%. Und das stimmt auch. Und da muss man einfach sagen, dass zwischen 30-50% dieser Performance auf lange Sicht gesehen aus den Dividenden herauskommt. Das ist sehr erstaunlich, dass das so viel ist. Und in Deutschland beispielsweise gibt es ja auch so einen, gibt es ja auch den DAX, den kennt jeder, den schauen wir uns jeden Tag an. Der DAX ist an sich aber ein, naja, etwas irreführender Index, denn der DAX-Index ist ein sogenannter Performance-Index. Das ist hier mal dargestellt. Also Sie kennen hier, das ist diese blaue Linie, die gelbe Linie. Das ist der DAX. Und Sie wissen alle, wo der jetzt aktuell steht. Der hat also in den letzten Monaten, ja, ist er ja sehr, sehr ordentlich gelaufen, auch die letzten Tage jetzt wieder ganz ordentlich gelaufen. Die 10.000 schweben irgendwo im Raum. Man versucht, diese 10.000 Punkte zu erreichen. Aber dieser Index, dieser künstliche Index, ist ein reiner Performance-Index. Das heißt also, es werden natürlich die Wertentwicklungen der 30 darin enthaltenen Aktien einbezogen, aber es werden eben auch die Dividenden eingezogen. Würden Sie den reinen Kursindex des DAX anschauen, dann würden Sie sehen, dass er seit dem Jahr 2000, das ist nämlich hier diese blaue Linie, keinerlei Gewinn mit deutschen Aktien entstanden ist. Also wer nur auf die Rendite der Aktien ohne Dividenden aus war, der hat mit deutschen Aktien in den letzten, kann man gut sagen, 14 Jahren nichts verdient. Finde ich eine ganz erstaunliche Erkenntnis, die wir einfach hier mal vorn dran stellen wollen. Und deswegen gibt es für mich nur zwei Gründe, Aktien zu kaufen. Nummer eins,
Ich finde einen Käufer, der mir in Zukunft mehr bezahlt, als ich selbst bezahlt habe. Also ich kaufe heute eine Aktie, egal welche das ist, ob das so ein gefallener Engel ist wie die Thyssen oder ob es so ein Highflyer ist wie die Tesla in den USA. Ich kaufe diese Aktie, damit ich sie irgendwann an jemand anderes zu einem höheren Preis verkaufen kann. Oder aber ich nutze die Aktie als Cashflow-Lieferant. Das heißt also, ich möchte permanent aus meinen Aktien Geld herausziehen, analog etwa zu einer, wie wenn ich mir jetzt ein Mietshaus kaufe, eine Eigentumswohnung etc., die diese vermiete und da eben auch monatlich Mieten erziele. Wenn wir uns mal eine Aktie anschauen, die jeder von Ihnen kennt, nämlich die Coca-Cola, könnte man sich ja schon die Frage stellen, warum kauft man denn überhaupt so eine Aktie? Wenn wir uns das anschauen, das ist also die Wertentwicklung der Aktie, die hat auch zwischendurch immer so kleine Splits hier gemacht, aber das ist ein splitbereinigter Wert. Und wir wissen ja alle, dass einer der reichsten Männer der Welt, Warren Buffett, ist Großaktionär bei Coca-Cola. Und jetzt kann man dem ja vieles vorwerfen, aber sicherlich nicht, dass er bei seinen Investments nicht besonders gut wäre. Und wenn wir uns allerdings die Performance anschauen, dann müssen wir sagen, ja, warum macht er denn das? 1998 hat die ihr Hoch gemacht, fiel dann noch deutlich nach unten und ist jetzt mittlerweile, naja, so in ungefähr der Nähe dessen angelangt, wo sie mal war. Warum macht also Warren Buffett das? Ganz einfach, weil er auf diesen Punkt gesetzt, auf Cashflow. Das ist ja das, was ihn reich gemacht hat, dass er einfach immer aus seinen Geschäften heraus viel Geld gezogen hat, besonders aus seinen Versicherungsgeschäften, und diese dann wieder investieren konnte. Und warum hält er so einen großen Anteil an Coca-Cola? Ich glaube, der hat übrigens auch erst hier irgendwann gekauft. Also so ganz gut vom Kaufen ist er ja nie. Aber warum macht er das? Wenn wir uns Coca-Cola anschauen, und das soll nur so ein kleiner Vorgeschmack sein auf das, wo wir heute hinwollen. Lustigerweise hat das Symbol K.O. Coca-Cola schüttet seit 1920 eine vierteljährliche Dividende aus. Alle Vierteljahre kommt von Coca-Cola eine Dividende. Seit 50 Jahren hat Coca-Cola diese Dividende jedes Jahr gesteigert. Also auch wenn Sie jetzt schon wieder schauen, es gab im letzten Jahr pro Quartal 28 Cent, dieses Jahr gab es das erste Mal, ich glaube, 30,5 Cent. Und wenn man das umrechnet, sieht man seit dieser Zeit, seit 1998, seit die Aktie also keine Wertentwicklung gemacht hat, hatte nichtsdestotrotz die Dividende um das Vierfache gesteigert, von 30 auf 120 Cent. Und das ist immer pro Jahr berechnet. Und das ist natürlich ein stetiger Cashflow. Und das ist ja das, was interessant ist, wo man also weiß, gerade bei einer Coca-Cola, und Sie stellen gerade eine sehr gute Frage, wie zieht man denn Cashflow aus einer Aktie heraus mit der Dividende? Das ist ja nur ein fiktiver Erwartungswert. Sie haben vollkommen recht, weil es gibt natürlich Aktien, wo man eine extrem große Wahrscheinlichkeit hat, dass diese Dividenden kommen. Also wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, dann wissen Sie, es gibt diese sogenannten Dividendenaristokraten, also diese Aktien, die seit 20, 30, 40, 50 Jahren Dividenden zahlen und auch noch erhöhen. Da zählt eben eine Coca-Cola dazu. Und da kann man schon relativ sicher sein, dass die jedes Jahr ihre Dividenden ausschütten wird. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge Aktien, die sehr interessant sind. Wir hatten gerade die Tesla erwähnt, oder viele andere Aktien, die dieses Jahr super gelaufen sind oder im letzten Jahr. Letztes Jahr so entscheidend, also beispielsweise auch eine Facebook, die viele von Ihnen ja kennen, die als Aktie super gelaufen ist, aber wo man natürlich keinen Cashflow hat, weil die zahlen gar keine Dividenden. Und jetzt ist einfach die Frage, was können wir denn da machen? Und deswegen gefällt mir die Frage, weil sie schon genau in die richtige Richtung geht. Und jetzt schauen wir uns einfach an, was ist eigentlich Covered Call Writing? Also das, worum es gehen soll. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir heute hier eine Einführung in das Thema machen. Wir werden also nicht in jedes kleine Detail hineingehen können, keine komplette Strategie vorstellen können, aber ich will Ihnen eine Grundidee geben, warum es sich lohnt, sich mit diesem Thema einfach näher zu beschäftigen. Wenn wir eine Aktie kaufen, dann haben wir, das haben wir schon besprochen, die Chance auf eine Wertsteigerung. Wir haben die Chance auf eine Dividende, wenn denn die Aktie eine zahlt, und wir tragen das Risiko des Wertverlustes. Das ist einfach so. Und jetzt müssen wir uns als Händler immer fragen, was können wir denn selbst steuern? Also was können wir denn machen, wenn wir diese Aktie gekauft haben? Wenn wir diese Punkte von oben nach unten mal durchgehen, dann wissen wir, Wertsteigerung, da können wir nichts selber steuern. Wir versuchen natürlich Aktien zu finden,
die einen positiven Erwartungswert haben, wo wir sagen, ja, die hat eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie steigt. Und da nutzen wir verschiedene Dinge. Der eine macht fundamentale Analyse und sagt, ja, das ist eine gute Aktie und die steigert ihre Gewinne und die ist in einem Wachstumsmarkt und die wächst, die übernimmt andere Firmen und so weiter. Deswegen habe ich hier eine große Wahrscheinlichkeit, dass diese Aktie steigt. Der Nächste sagt, er macht technische Analyse, er macht ein Trendfolgesystem, er kauft Ausbrüche, er macht verschiedene Sachen. Aber all das ist ja etwas, was, wenn wir ganz ehrlich sind, letztendlich haben wir es nicht in der Hand. Wir können nicht steuern, ob die Aktie steigt oder fällt. Wir sind Gefangener eines Systems. Wir sind davon abhängig, was die Börse macht. Und ohne jetzt jemand hier zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, wir alle hier sind mit unseren Konten viel zu klein, als dass wir irgendeinen Einfluss auf die Börse hätten. Ich glaube, unsere paar Dollars oder Euros, die wir in die Märkte investieren, werden da kaum wahrgenommen. So. Dividende, Chance auf Dividende, das ist auch komisch. Wir haben natürlich eine Erwartungshaltung, dass wir sagen, okay, sowas wie Coca-Cola oder irgendeine andere Firma wird schon Dividende ausschütten, aber letztendlich, wir können es auch nicht steuern. Das wäre allerdings jetzt ein Punkt, wo wir jetzt mit dem Covered Call Writing ansetzen. Das Risiko des Wertverlustes, das können wir steuern. Denn wir können steuern, wie groß dieser Wertverlust wird. Das kennen Sie alle, Stop Loss. Ganz normal, Sie kaufen eine Aktie bei 10, sagen, okay, wenn die unter 9 fällt, verkaufe ich sie. Also Stop-Loss oder der Klassiker oder Absicherung über Optionen, was auch immer. Also das können Sie nicht zu 100%, aber ich glaube zu 99% können wir dieses Risiko nicht ausschließen, aber wir können es minimieren. Wir können festlegen, okay, wie viel Aktien oder wie viel Verlust werden wir mit einer Aktie maximal machen. So. Und zum anderen ist jetzt die Frage, wer würde denn Nein sagen, wenn er mehr Dividende bekommen würde? Ich glaube, jeder, der auf Dividenden aus ist oder jeder, der eine Aktie hat, selbst wenn er nicht unbedingt auf die Dividende aus ist, aber wenn die Firma sagt, Mensch, hier gibt es mehr Dividende, willst du die haben, würde jeder Ja sagen. Und wenn wir jetzt eine Möglichkeit finden, dass wir einen risikolosen Mehrertrag bekommen, der analog einer Dividende ist, ich glaube, auch dazu würde niemand Nein sagen. Und genau darum geht es beim Covered Call Writing. Es geht darum, einen Mehrertrag zu generieren. Es geht nicht darum, die Dividende zu ersetzen. Es geht auch nicht darum, die Outperformance oder die Performance einer Aktie zu übertreffen oder eines Handelssystems, sondern es geht um einen Mehrertrag. So, jetzt kommt hier noch als, ich versuche immer das, was Sie zu zwischendurch fragen, immer gleich mit einzubringen. Wenn es eine Frage ist, die später behandelt wird, dann nehme ich es mit rein. Bei Dividenden ist doch aber zu berücksichtigen, dass nach der Ausschüttung derselben die jeweilige Aktie daraufhin erst einmal nachgibt und der Gewinn damit mit dem Kursrückgang gegenzurechnen ist oder nicht. Haben Sie natürlich recht. Immer wenn eine Dividende ausgeschüttet wird, gibt es den sogenannten Dividendenabschlag in der Aktie. Also Klassiker, Aktie kostet 100 Dollar, schüttet 1 Dollar Dividende aus. Am nächsten Tag kostet die Aktie 99 Dollar. Theoretisch, sie kann ein bisschen weniger kosten, sie könnte auch theoretisch wieder über 100 kosten, aber das ist natürlich klar, die Händler preisen diese Dividende ein, der Dividendenabschlag ist mit drin, aber das hat man ja immer und das ist ja trotzdem, haben sie ja Geld bekommen, sie haben ja keinen Wertverlust, sondern sie haben einfach Cashflow erstmal daraus gezogen. Und wenn Sie sich große Aktien anschauen, so wie Nestlé dieser Welt, wenn Sie da 10 Jahre lang Dividenden bekommen, oder 15 Jahre, dann haben Sie fast 50% möglichen Wertverlust in so einer Aktie ausgeglichen. Aber das soll heute hier nicht unser Thema sein. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. So. Wenn wir Covered Call Writing erklären wollen, dann müssen wir einen ganz kleinen Ausflug zum Thema Optionen machen. Weil Covered Call Writing, Verkauf gedeckter Optionen, wie man es in Deutsch nennt, hat natürlich etwas mit Optionen zu tun. Jetzt weiß ich, dass hier bei Linksbroker auch viele von Ihnen schon Optionen handeln, dass es auch viele Webinare und so weiter gibt. Deswegen möchte ich das an dieser Stelle gar nicht so lang mich da aufhalten. Machen wir einfach ein paar kurze Sachen. Und zwar, der Käufer einer Option erwirbt das Recht, innerhalb einer festgelegten Zeit ein genau festgelegtes Underlying zu einem vorher festdefinierten Preis zu kaufen. Wenn es ein Call ist, beziehungsweise verkaufen, wenn es ein Put ist. So, das ist die Theorie.
Schauen wir uns das in der Praxis an. Gibt hier ein paar Dinge, die wir klären müssen. Der Käufer einer Option. Also, Optionen dürfen natürlich nicht mit Optionsscheinen verwechselt werden. Optionsscheine, die von einem Emittenten herausgebracht werden, da sind Sie natürlich immer der Käufer dieses Optionsscheins. Da können Sie einen Kaufoptionsschein, einen Call-Optionsschein kaufen und Sie können einen Verkaufsoptionsschein kaufen. Aber wir sprechen hier von an Terminbörsen gehandelten Optionen, also die beispielsweise in Frankfurt an der Eurex gehandelt werden, die in Chicago an der CBOE, das ist die weltgrößte Optionsbörse für Aktien, gehandelt werden, oder an der CME, CBOT in Chicago, an der NYMEX in New York, an der COMEX in New York. Also wir reden von Terminbörsen. Und eine Option wird von niemandem emittiert. Sie haben also kein Emittentenrisiko, sondern es gibt Käufer und Verkäufer. Es werden immer sogenannte Serien aufgelegt. Und wenn Sie eben der Käufer einer Option sind, dann muss es immer jemand anderes geben, der Ihnen diese Option verkauft. Also jedem Käufer steht ein Verkäufer gegenüber. Deswegen, wenn Sie hören, heute gab es besonders viele Optionsverkäufe oder Optionskäufe, dann ist das natürlich immer nur die halbe Wahrheit, weil wenn 100.000 Optionen gekauft werden, dann muss auch irgendjemand gegeben haben, der diese 100.000 Optionen verkauft hat. So, Käufer einer Option heißt natürlich aber auch, Sie müssen Geld dafür bezahlen. Das heißt, Sie müssen eine Prämie bezahlen für dieses Recht, und das ist gleich das Nächste. Sie erwerben mit einer Option erst einmal ein Recht. Den meisten, die Optionen handeln, ist das nicht so bewusst. Es ist auch in der täglichen Praxis nicht wichtig. Man muss bloß ganz grob den Zusammenhang verstehen. Und zwar erwerben Sie das Recht, ganz wichtig, nicht die Pflicht. Sie erwerben ein Recht, Sie können etwas machen, Sie müssen aber nicht. Und zwar, dass Sie innerhalb einer festgelegten Zeit, Optionen haben Laufzeiten, es gibt Optionen, die 2-3 Jahre laufen, es gibt Optionen, die immer nur ein paar Tage Restlaufzeit haben, Weekly Options, die jeden Freitag verfallen, Standardoptionen, die jeden dritten Freitag im Monat verfallen, Quartalsoptionen und so weiter und so fort. Also es gibt für jede Option, die ist genau einer Laufzeit zugeordnet, und danach hört sie auf zu existieren, dann verfällt sie. Und underlying ist im Grunde nur die Bezeichnung dessen, worauf sich die Option bezieht. Also eine Option kann sich auf Aktien beziehen. Das Verhältnis Optionen zu Aktien ist immer 1 zu 100. Eine Option bezieht sich immer auf 100 Aktien. Sie kann sich auf einen Future beziehen. Verhältnis ist immer 1 zu 1. Währungsfutures, Rohstofffutures, Indexfutures, also alles, was es da so gibt. Sie haben das Recht, zu einem vorher fest definierten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Festgelegter Preis, das heißt, wenn Sie eben sagen, ich möchte dieses Underlying, nehmen wir mal an, diese Aktie, zu 39 Dollar, wir kommen dann gleich noch darauf, kaufen, dann stehen diese 39 Dollar. Da gibt es dann kein, ja, könnten ja 38,5 sein oder 38,20. Nein, wenn 39 Dollar im Kontrakt, was natürlich alles Virtuelles, steht, dann sind es 39 Dollar. Bezieht sich nicht eine Option auf eine Aktie, aber im Optionskontrakt sind es immer 100 Optionen. Nein. Also eine Option ist das Bezugsverhältnis, eine sehr gute Frage. Das Bezugsverhältnis bei den meisten Optionen, und ich spreche hier von den Börsen in den USA und von den Börsen in Europa, ist immer 1 zu 100. Das heißt, wenn Sie heute eine Option kaufen und die kostet beispielsweise 0,50 US-Dollar, dann müssen Sie das mit 100 multiplizieren. Das heißt, dann kostet dann 50 Dollar und die bezieht sich auf 100 Aktien. Wenn Sie also jetzt sagen, okay, ich kaufe eine Option, die mir das Recht gibt, die Aktie XY für 50 Dollar zu kaufen, dann bezieht sich das immer auf 100 Aktien. Also ein Optionskontrakt ist immer eine Option, aber auf 100 Aktien. Nur bei Futures ist es 1 zu 1. So. Schauen wir uns ein einfaches Beispiel an. Ich habe immer die Coca-Cola genommen, weil wir mit der angefangen haben. Wir könnten jede andere Aktie jetzt auch hinnehmen. Wir nehmen hier mal, das ist ein Chart von gestern. Wir nehmen einfach mal hier die Coca-Cola, und angenommen, wir sind der Käufer einer Option und wir sagen, okay, ich möchte diese Aktie kaufen. Und zwar möchte ich mir das Recht kaufen, die Aktie für 39 Dollar, deswegen ist es ein 39er Call, das heißt, ich habe das Recht erworben, für 39 100 Stück der Aktien zu kaufen. Das heißt, ich müsste insgesamt 3.900 Dollar bezahlen und
Das Ganze hat eine Laufzeit hier bis zum 17. April und es kostet 0,22 US-Dollar, also 22 Cent pro Aktie. Das heißt, ich müsste 22 Dollar für dieses Recht bezahlen. So, das ist erstmal die Aussage. Wie sich das dann entwickelt, schauen wir uns dann gleich noch an. Ich habe Ihnen schon gesagt, wo es einen Käufer gibt, gibt es immer auch einen Verkäufer. Der Verkäufer kann übrigens genauso wie der Käufer. Das kann ein privater Händler sein, so wie Sie und ich. Das kann ein institutioneller sein, das heißt eine Bank, ein Hedgefonds, wer auch immer. Das kann ein sogenannter Market Maker sein, also jemand, der Liquidität in den Märkten bereitstellt und die Optionen auf eigene Rechnung kauft und verkauft. Also es ist ein anonymes Geschäft, das genau wie Aktienkauf, wie Futurekauf über Börsen erfolgt. Sie kennen Ihren Gegenüber nicht, Sie wissen aber immer, es gibt immer einen Gegenüber. Also es kann niemals die eine Seite nur bedient werden und die andere nicht. Und deswegen können Sie auch Optionen, genau wie alles andere, permanent handeln. Das heißt, Sie können, wenn Sie eine Option kaufen, müssen Sie die nicht bis zum Ende halten. Sie können sie jetzt kaufen und im nächsten Moment wieder verkaufen. Sie können sie, ohne sie zu besitzen, verkaufen und quasi einen Leerverkauf tätigen. Sie müssen sie nicht besitzen und können sie sofort zurückkaufen. Sie können sie bis zum Ende halten. Das ist vollkommen Ihnen überlassen. Es ist ein absolut liquides Instrument und gerade in den letzten Jahren ist es in den USA, ist der Optionshandel das Größte, was es da gibt. Das liegt einfach daran, dass es in den USA solche Geschäfte wie CFDs beispielsweise nicht gibt und dass auch viele Hedgefonds nicht mehr mit so großen Hebeln arbeiten dürfen wie zuletzt. Und wenn Sie sich eben heute mal anschauen, eine Aktie wie beispielsweise Google, die zuletzt ja über 1000 Dollar gekostet hat, ich glaube, die wird jetzt gesplittet irgendwie, wenn die da eben ein paar kaufen wollen, dann müssen sie schon viel Geld aufwenden. Da eine Option immer nur ein Bruchstück kostet, Sie aber quasi immer trotzdem 100 Aktien kontrollieren können, sind sehr, sehr viele Hedgefonds dazu übergegangen, nicht mehr direkt die Aktien zu kaufen, sondern eben für viel weniger Geld die Optionen zu kaufen, einfach um Liquidität zu sparen und dennoch diesen großen Hebel zu haben, weil noch vor einigen Jahren, so vor, naja, 7, 8, 9 Jahren, konnten sie in Amerika als Hedgefonds für einen Dollar eigenes Geld 10 Dollar, 15 Dollar, 20 Dollar Kredit bekommen. Heutzutage kriegen sie vielleicht noch 4, 5 Dollar Kredit, wenn überhaupt. Und das ist natürlich nicht besonders hilfreich bei den Renditen. Und deswegen ist man eben sehr, sehr stark auf Optionen jetzt ausgewichen. So, wo es einen Käufer gibt, gibt es einen Verkäufer. Und hier, der Unterschied ist einfach der, ich gehe auch gleich weiter, der Verkäufer, der erhält also eine Prämie. Also wenn der sagt, ich verkaufe Ihnen die Option XY und die kostet 50 Dollar, dann bekommt die der Verkäufer. Die kriegt er auf sein Konto bezahlt, auf der Stelle. Die kriegt er sofort Cash auf sein Konto. Er muss eine gewisse Sicherheit hinterlegen, aber er bekommt sie sofort auf sein Konto. Es ist ein marginpflichtiges Geschäft, der Verkauf von Optionen. Deswegen können Sie ihn zum Beispiel bei einem Broker wie Links über einen Margin-Account auch ganz leicht handeln. Und der übernimmt jetzt eine Pflicht. Der Käufer hat ein Recht erworben. Er übernimmt eine Pflicht. Und eine Pflicht kann man sich nicht aussuchen. Wenn ich diese Pflicht übernehme, dann muss ich sie auch erfüllen. Es sei denn, ich verkaufe oder ich kaufe vorweg diese Option zurück. Und zwar muss er eben auch wieder innerhalb einer festgelegten Zeit dieses Underlying zu einem fest definierten Preis und jetzt verkaufen, wenn er also der Verkäufer des Calls ist, beziehungsweise kaufen, wenn er der Verkäufer des Puts ist. Schauen wir uns das nochmal an. Ich bin Verkäufer dieses Calls, dieses 39er Calls hier auf Coca-Cola und das heißt, ich gehe die Verpflichtung ein, ich bekomme hier diese 22 Dollar. Okay, die bekomme ich auf mein Konto gebucht. Und ich gehe die Verpflichtung ein, dass ich an den Käufer der Option, auf dessen Verlangen hin, ihm die Aktien für 39 Dollar und zwar 100 Stück verkaufen muss. Dazu muss ich jetzt nicht unbedingt diese Aktien besitzen. Also ich kann das auch sozusagen nackt machen. Der nackte Verkauf von Optionen ist bei Aktienoptionen nicht immer so ganz sinnvoll, aber theoretisch machbar. Und was ist das Risiko dabei? Können Sie schon denken. Wenn natürlich jetzt angenommen der Preis hier bei 38,41 ist, wie jetzt gestern, und wir wären schon hier am 17. April, wenn die Optionen verfallen,
dann wird der Käufer der Optionen kaum zu mir kommen und wird sagen, verkauf mir doch mal die Aktien für $39. Warum? Er könnte sie ja auch an der Börse für 38,41 kaufen. Also warum soll er sie von mir teuer kaufen? Aber angenommen, die stehen hier oben bei 40, dann wird er natürlich zu mir kommen und wird sagen, du verkauf mir mal die Aktien für 39. Das heißt, ich muss Aktien am Markt für 39 kaufen, muss ihm für 40 weiterverkaufen. Ich mache $1 Verlust pro Aktie bei 100 Stück $100, kann aber natürlich hier noch meine kleine Prämie dagegen rechnen. So, das aber nur als Grundlage, damit man so ein bisschen in diese Optionstheorie hineinkommt. Hier nochmal gegenübergestellt, Käufer erwirbt Recht, zahlt eine Prämie, nimmt er sein Recht nicht wahr, das ist vielleicht noch wichtig, verfällt die Option wertlos und die komplette Prämie ist verloren. Das heißt, das Beispiel, er hat $22 bezahlt, der Preis endet hier bei 38,41, er wird sein Recht nicht wahrnehmen und er hat diese $22 verloren, sozusagen Totalverlust gemacht, aber okay, es sind eben in dem Fall auch nur $22. Der Verkäufer übernimmt die Pflicht, bekommt dafür die Prämie und wenn eben der Käufer sein Recht nicht wahrnimmt, weil beispielsweise der Preis unterhalb des sogenannten Strikes, also ist dieser festgelegte Preis ist, dann verfällt eben die Option und die komplette Prämie gehört dem Verkäufer. Die Prämie kann er immer behalten, egal was passiert, aber er muss unter Umständen eben das Underlying liefern. So, wenn wir uns mal überlegen, vom Chance-Risiko-Verhältnis her, oder welche Chancen haben diese zwei Händler? Der eine ist ein Käufer einer Option, der andere ist ein Verkäufer einer Option. Die Aktie kann sich, wenn wir diesen konkreten Fall hier nehmen, nur in vier verschiedene Richtungen bewegen. Eigentlich nur drei, aber tatsächlich sind es sogar vier. Fangen wir von unten an. Die Aktie kann fallen und betrachten wir das Ganze aus Sicht des Käufers. Immer wenn der Käufer verliert, muss der Verkäufer gewinnen und umgekehrt. Gibt nichts, wo alle beide gewinnen. Das kann es in diesem Geschäft nicht geben, wo einer gewinnt, muss ein anderer verlieren. Wenn die Aktie also fällt, dann wird er sein Recht nicht wahrnehmen, seine $22 sind weg. Wenn die Aktie seitwärts läuft, wird er sein Recht nicht wahrnehmen, seine $22 sind weg. Wenn die Aktie steigt, aber noch unterhalb dieses Preises bleibt, auch dann wird er verlieren, weil warum soll er sie für weniger als 39 nicht an der Börse kaufen, wenn er sie unbedingt haben will, warum soll er sie bei uns für 39 kaufen? Er wird das Recht lediglich dann wahrnehmen, wenn sie über diese 39 ansteigt. Und wir können uns sogar ausrechnen, wann er das machen wird. Nämlich für ihn ist das erste Geschäft, wenn die mindestens diese 22 Cent pro Aktie noch dazu verdient sind. Das heißt, die muss auf 39,22 ansteigen, damit sich das für ihn lohnt. Und wenn wir also diese vier Fälle uns anschauen, dann sehen wir, in drei Fällen verliert der Käufer. In einem Fall gewinnt der Käufer, und das muss umgekehrt heißen, dass der Verkäufer in drei Fällen gewinnt und nur in einem verliert. Allerdings, und das ist das Risiko eines Optionsverkäufers, wenn jetzt beispielsweise diese Aktie riesig nach oben geht, also wir machen mal ein extremes Beispiel, die springt auf 50, so, dann muss er natürlich für 39 die Aktien kaufen, muss sie für Entschuldigung, er muss sie für 50 kaufen und muss sie für 39 wieder abgeben. Das heißt, er macht $11 pro Aktie Verlust, bei 100 Stück sind das $1.100 und da, wenn er nur $22 Prämie bekommen hat, ist das natürlich ein relativ schlechtes Geschäft. Das heißt, der Optionsverkäufer, wenn er nackte Optionen verkauft, wie jetzt hier kurz beschrieben, hat die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite, aber er hat eben auch diesen Punkt, wo es ihm durchaus sehr wehtun kann. Und das ist etwas, was viele abschreckt, die dann sagen, ah, ich kann keine Optionen verkaufen, das Risiko ist doch so groß. Covered Call Writing gibt aber ihnen die Möglichkeit, dass sie die Optionen völlig risikolos handeln, denn im Covered Call Writing, das ist einer der wichtigen Punkte, die man sich merken kann, ist das Risiko ausschließlich in der Aktie und niemals in der Option enthalten. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Was passiert nämlich beim Covered Call Writing? Als erstes, man kauft eine Aktie oder man hat eben beispielsweise auch schon Aktien. Das ist etwas, was ganz, ganz viele Leute hier haben. Die haben Aktien, halten die im Depot, halten die beispielsweise wegen der Dividende. Und jetzt verkaufen sie noch zusätzlich Call-Optionen darauf. Das heißt, sie verkaufen Optionen,
nehmen wir mal an, die oberhalb des aktuellen Preises liegen. Dafür bekommen Sie eine Prämie aus dem Verkauf der Option. Sie bekommen einen Cashflow, das heißt, so ziehen Sie Geld aus dieser Aktie heraus, nämlich über den Verkauf der Option. Das Risiko, was Sie jetzt haben, ist ausschließlich in der Aktie. Das hatten Sie vorweg aber auch, also egal, ob Sie die Call-Option halten oder nicht, das Risiko ist immer in der Aktie. Wenn Sie eine Aktie haben und die fällt, haben Sie Risiko. Und deswegen hat das Risiko jeder. Aber derjenige, der nur Aktien kauft und Optionen nicht dazu verkauft, der hat eben immer dieses Risiko und nicht die Chance auf diese zusätzliche Prämie. Das Einzige, was eben ist, mit dem Verkauf von Optionen beschränken wir unseren Gewinn nach oben. Und auch das ist wieder ein Punkt, wo viele sagen, ich möchte doch aber meinen Gewinn nach oben nicht beschränken. Ich zeige Ihnen aber gleich ein Beispiel, dass es sehr lukrativ sein kann, wenn man mal rechnet, seinen Gewinn nach oben zu beschränken, im Tausch gegen diesen Cashflow. Wir schauen uns das nochmal hier an diesem Beispiel an. Ich habe übrigens auch ganz bewusst diese Coca-Cola gewählt, weil das ein sehr simples Beispiel ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die jetzt so handeln würde, weil die Aktie beispielsweise nicht unbedingt in einem tollen Aufwärtstrend ist. Aber es sind kleine Zahlen. Also Covered Call Writing kann man eben auch mit kleinen Kunden machen. Dazu braucht man nicht wie andere Strategien. Wir bei uns handeln auch sehr viel Future-Optionen beispielsweise, wo wir sagen, okay, unter 50.000 Euro sollte man das gar nicht anfangen. Covered Call, wenn man es richtig macht, kann man auch mit wirklich kleinen Summen handeln. Das kann man auch mal mit dem 10.000er Konto handeln, ohne dass man Gefahr läuft, an die Wand zu fahren, wie man es sonst vielleicht macht, wenn man irgendwelche stark gehebelten Produkte handelt. Wenn wir uns das anschauen und sagen, okay, angenommen, wir kaufen hier die Aktie, hier am heutigen Tag oder gestern und sagen, wenn die hier unten runter durchfällt, dann verkaufen wir sie. Das Risiko ist überschaubar, wir setzen hier also einen Stop-Loss. Wir haben ein Risiko von 47 Dollar bei 100 Stück. Und zum anderen sagen wir, okay, wir verkaufen hier oben diesen 39er Call. Und wenn wir den verkaufen, bekommen wir 22 Dollar. Das hört sich jetzt nicht sehr viel an. Wir könnten aber theoretisch, und das heißt theoretisch auch praktisch, ja auch nochmal 59 Dollar dazu verdienen, wenn nämlich die Aktie von hier auf 39 oder darüber steigt. Was beschränken wir uns jetzt? Wenn die Aktie jetzt tatsächlich hier nach oben durchgeht und die geht auf 41, 50 oder was auch immer, da sind wir nicht mehr dabei. Warum? Wir haben eine Option verkauft. Und wenn Sie sich erinnern, mit dem Verkauf einer Option sind wir die Verpflichtung eingegangen, die Aktien für 39 zu verkaufen. Wir haben aber jetzt nicht im Gegensatz zu einem Optionsverkäufer, der das Ganze nackt, also jetzt nicht nackt vorm PC sitzen, sondern nackt in den Aktien macht. Wir haben aber kein Risiko aus dieser Aktion. Warum? Wir besitzen ja die Aktien. Das heißt, angenommen, die Aktie geht auf 40 in diesem Zeitraum. Also wir müssen, ist ja jetzt auch eine begrenzte Zeit, jetzt nicht für alle Zeiten, sondern die geht jetzt von mir aus hier auf 40. Und wir haben sie hier unten gekauft. Was passiert dann? Natürlich wird der Käufer der Option dann zu uns kommen. Das geschieht an den Börsen automatisch. Also wenn Sie beispielsweise bei Linksbroker ein Konto haben, geht das ganz automatisch. Da müssen Sie überhaupt um nichts kümmern. Das wird über die Trader Workstation ganz automatisch abgewickelt. Ihnen werden quasi die Aktien zu 39 aus dem Konto ausgebucht. Und dann ist es das Ende des Geschäfts. Das heißt, Sie haben diesen einen Dollar hier nach oben verschenkt. So, aber Sie haben eben Ihre Prämie bekommen. Das heißt, Sie haben sich nach oben etwas beschränkt, aber die Prämie haben Sie auf jeden Fall sicher und den Wertanstieg hier, diese 59 Dollar, haben Sie auch sicher. Und wir werden Ihnen gleich noch zeigen anhand der Zahlen, dass das ein ganz lukratives Spiel ist, wenn man das nicht unter dem Eindruck der absoluten Zahlen jetzt betrachtet, nur 59 Dollar, sondern wenn man das mal ein bisschen hochrechnet. So, schauen wir uns die Fakten an. Wir kaufen 100 Coca-Cola zu 38,41, das heißt, wir müssen 3.841 Dollar aufwenden. Wir verkaufen diesen 39er Call, bekommen wir 22 Dollar Prämie eingezahlt. Und wir machen diesen Stop-Loss hier bei 37,94, also hier einen Tick unter diesem letzten Tief, was wir hatten. So, ohne Covered Call Writing, also wenn wir das Ganze nicht machen, haben wir ein Risiko von maximal 47 Dollar, immer ausgenommen, dass die Aktie nach unten gäbt oder irgend sowas, das haben Sie ja immer, das wissen Sie. Und wir haben eine theoretisch unbekannte Chance. So, wie sieht es mit dem Covered Call Writing aus?
Unser Risiko halbiert sich beinahe auf $25. Warum? Weil wir ja immer noch diese $22 Prämie haben, die wir immer behalten können. Das heißt, wenn die Aktie jetzt hier an dieser Stelle nach unten durchfällt, was wird hier oben mit diesem Call passieren? Der wird wertlos werden. Vielleicht, wenn die jetzt durchfällt, wir haben die Aktie nicht mehr, müssen wir unter, oder werden wir unter Umständen die Option schon eher zurückkaufen. Aber die wird dann keine $22 mehr kosten, sondern vielleicht noch $5. Das heißt, wir haben theoretisch vielleicht ein bisschen mehr als 25, aber wir haben auf jeden Fall viel, viel weniger Risiko, als wenn wir diese Covered Calls nicht hätten. Ein Covered Call minimiert etwas das Risiko, er kann es aber nicht komplett herausnehmen. Auch das gleich noch an dieser Stelle. Und unsere Chance steigt auf maximal 82, also unbegrenzt auf maximal 82. Woher kommen die 82? Hier diese $59 Wertanstieg der Aktie bis 39 plus die $22 Prämie, die wir ja immer behalten können, egal was passiert. So. Und wenn Sie sich schon mal das hier anschauen, da Sie sagen, ich habe hier ein Risiko von $25 und ich habe eine maximale Chance auf $82. Und wenn Ihnen die Zahlen zu klein sind, machen Sie einfach eine Null hinten ran oder machen Sie zwei Nullen hinten ran. Und dann sagen, okay, ich habe hier eine Chance auf ein Risiko von $2.500, aber eine Chance auf $8.200, dann ist es ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Und wenn Sie immer nur Trades machen, wo Sie im schlimmsten Fall $25 verlieren und im besten Falle $82 gewinnen, dann brauchen Sie keine allzu hohen Trefferquoten, um hier profitabel zu sein. Das heißt, selbst wenn Sie nach Münzwurf gehen würden, das heißt, Sie liegen 50 mal richtig und 50 mal falsch, werden Sie mit so einer Strategie Geld verdienen, wenn man es richtig macht. So. Hier kommt nochmal die Frage, für was stehen die 47 und $59 im Chart? Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Also, wir gehen hier davon aus, dass wir die Aktie hier kaufen, 100 Stück, und dass wir hier unten bei dieser roten Linie unseren Stop-Loss setzen für die Aktie, dann würden wir in Gänze $47 verlieren. Das heißt, wir kaufen hier für 3.841 und verkaufen für 3.700 knapp über 90, und das wären eben diese $47. Okay? Und nach oben, wir kaufen wieder für die $3.841 immer 100 Stück, und nach oben müssen wir uns bei der 39 begrenzen, weil wenn es darüber hinausgeht, dort bekommen wir sie quasi weggenommen. Also der Käufer des Calls sagt dann, los, gib die Aktien her, bei 39 ist dann für uns Schluss an dieser Stelle. So, und das eben alles innerhalb der Laufzeit hier bis zum 17. April. Wenn wir uns jetzt das Ganze anschauen als Strategie, muss man sagen, okay, wie funktioniert das Ganze oder was kann man machen? Es gibt natürlich im Covered Call Writing sehr, sehr viele verschiedene Strategien. Also eine Möglichkeit, was wir zum Beispiel sehr, sehr aktiv machen, ist, dass wir sagen, wir schauen uns Aktien an in einem Aufwärtstrend. Wir suchen ganz bewusst Aktien, die in einem Aufwärtstrend sind. Das können also beispielsweise sein, indem man ein Trendfolgemodell nutzt. Sie alle arbeiten ja mit Chart-Software oder mit irgendetwas und sie suchen sich einfach Aktien, die nach oben gehen. So, da sehen Sie auch gleich, wann Covered Call Writing besonders gut funktioniert nach dieser Strategie, nämlich in Märkten, die insgesamt nach oben gehen. Deswegen gerade letztes Jahr war Covered Call Writing ein ganz, ganz fantastisches Jahr. Wir hatten sehr, sehr viele Aktien, die nach oben gegangen sind. Das heißt, wir haben oftmals Wertsteigerungen in den Aktien gehabt und dazu noch die Prämien der Optionen. Dann verkaufen wir zum Beispiel Call-Optionen oberhalb des aktuellen Preises mit einer Restlaufzeit von maximal 30 Tagen. Das heißt, wir nutzen diese Standardoptionen, die immer am dritten Freitag des Monats verfallen. Es ist eine Strategie, ich zeige dann gleich noch ein paar andere. Und wir sagen, wir nutzen die sogenannte 2%-Regel. Und die 2%-Regel sagt, ich gehe nochmal zurück, dass das Verhältnis aus maximalem Gewinn der Aktie plus Prämie sollte 2% betragen. Also, dass man sagt, okay, wenn es hier nach oben geht und ich hier weggenommen werde aus der Aktie heraus, dann muss ich mindestens 2% verdient haben. Und wenn Sie jetzt mal schon ganz kurz ein bisschen rechnen, dann werden Sie feststellen, wenn ich das immer so mache, dass ich sage, ich suche mir immer Optionen heraus, ich suche mir immer Aktien heraus, wo ich die Chance habe, mindestens 2% zu verdienen, und
ich habe maximal 30 Tage Laufzeit, dann reden wir hier darüber, dass wir im mindestens 24% Rendite im Jahr anstreben. In einem Jahr wie letztes Jahr können Sie deutlich mehr verdienen. Wenn wir ein schlechtes Aktienjahr haben, dann wird es weniger werden. Ich erkläre die 2%-Regel gleich nochmal an einem konkreten Beispiel. Für einen Aktienhändler oder für jeden Trader, der nicht unbedingt von seinem Handel lebt, also der jetzt sagt, er investiert, wenn jemand von seinem Aktienhandel oder von was auch immer, von einem Trading lebt, der muss natürlich in allererster Linie auf absolute Beträge achten. Das heißt, wenn der sagt, ich habe im Monat, keine Ahnung, 3.000 Euro, 5.000 Euro Kosten, ich muss Rechnungen bezahlen, ja, dann muss er eben nach Steuern, oder sagen wir mal besser nach Vorsteuern, wenn er 3.000 Euro im Monat braucht, also zum Lebensunterhalt, dann muss er eben vor Steuern irgendwie 6.000 Euro verdienen. Und das Monat für Monat, egal was ist, egal ob es ein gutes Börsenjahr ist oder ein schlechtes Börsenjahr, das muss einfach sein. Wenn jetzt dagegen jemand investiert und sagt, ich mache das langfristig, ich hatte vorhin gelesen, Altersvorsorge beispielsweise, da kann es eigentlich nur einen Grundsatz geben, nämlich in den guten Aktienjahren, in den guten Börsenjahren muss man Geld machen, und zwar so viel, wie es nur geht, und in den schlechten Jahren, die ja auch immer mal wieder kommen, darf man nichts verlieren. Also man muss plus minus null herausgehen oder einen kleinen Minus halt nur. Das ist vielen gar nicht so sehr klar. Denn wenn Sie sich beispielsweise, Sie können das im Internet nachschauen, wenn Sie sagen, jeder weiß es ja, dass Aktien oder der DAX beispielsweise im Schnitt 8% bringen im Jahr. Wenn Sie sich aber mal anschauen, der DAX selbst hat, glaube ich, nur seitdem es ihn gibt, und man kann ja, gab es ja davor noch diesen Frankfurter Aktienindex, und man kann das sehr, sehr lange zurückrechnen. Es gibt, glaube ich, nur 4 Jahre oder sogar nur 3, wo der DAX tatsächlich mal diese 8% gemacht hat. Alles andere war entweder deutlich darüber oder auch deutlich darunter. Das heißt, wir hatten Jahre mit teilweise 64% plus im DAX, und wir hatten aber eben auch Jahre, das können Sie sich vielleicht alle noch erinnern, 2007, 2008, dann 2009 rein, Lehman-Pleite, 50% minus. Und für einen Investor, von jemand, der langfristig investiert ist, muss es eben das Ziel sein, gar nicht mal, dass er jedes Jahr den Markt unbedingt übertrifft. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Wenn der DAX letztes Jahr, weiß nicht, 30% gemacht haben und Sie haben nur 20 gemacht, spielt es, ist es nicht so schlimm. Wenn Sie es hingegen schaffen, in den Jahren, wo der DAX 50% verliert oder 20%, wenn Sie da nichts verlieren oder nur ganz wenig verlieren, 5% oder so, das macht auf Dauer das Konto groß. Weil alles, was man nicht verliert, muss man nicht zurückverdienen. Und deswegen ist das eine ganz gute Strategie. Es ist nicht die einzige Strategie, es ist nicht der heilige Gral, es passt nicht für jeden, aber es ist eine Strategie, um regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Und regelmäßiges Einkommen aber bedeutet aber nicht, dass es jeden Monat immer gleich ist. Also er sagt, ich möchte mit dieser Strategie jeden Monat 2.000 Euro verdienen. Schwierig. Wer aber sagt, ich möchte immer Geld verdienen, manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ist es vielleicht auch wenig, aber ich habe immer einen positiven Cashflow, das ist dann auf jeden Fall machbar. So, und ganz wichtig ist das hier unten, nämlich wie jede Trading-Strategie, wiederhole diesen Vorgang ständig und immer wieder. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ein paar Zahlen an. Hier nochmal die Fakten dazu, und jetzt rechnen wir uns das mal aus. Die Restlaufzeit dieser Option, die wir jetzt hier herausgesucht haben, das war, wie gesagt, eine ganz simple Aktie, eine Coca-Cola, ohne großes Regelwerk, ohne alles. Wir setzen 3.800 Dollar ein. Wenn Sie sagen, Sie wollen das lieber mit DAX-Aktien machen, mit MDAX-Aktien, können Sie das genauso machen. Sie können an der Eurex handeln. Auch da ist das alles genauso machbar. Der maximale Gewinn sind 82 Dollar, das heißt, der maximale Gewinn liegt bei 2,15% und das maximale Risiko bei 25 Dollar. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir die Option beim Stop-Loss der Aktie zurückkaufen, deswegen könnte es ein ganz klein wenig mehr sein, also das Risiko 0,65%. Aber jetzt rechnen wir mal, was sind denn 2,15%? Das klingt ja nicht viel, 82 Dollar. Das sind aber in 15 Tagen. Und jetzt rechnen Sie das mal aufs Jahr hoch. Jetzt wissen wir natürlich, wir sind ja keine, das ist ja ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Wir wissen natürlich, dass das nicht immer funktionieren wird. Wir wissen auch, dass wir ein paar Brokergebühren zu bezahlen haben. Wir wissen auch, dass am Ende des Jahres Vater Staat kommt und sagt,
Du, ich möchte von dir knapp 27% Abgeltungssteuer haben. Nichtsdestotrotz, überlegen Sie, was Sie heutzutage für ein Festgeld bekommen. Und das können Sie hier innerhalb von wenigen Tagen, wenigen, vielleicht von 4 Wochen erzielen. Nicht jeden Monat, nicht dauernd, nicht immer, aber immer und immer wieder können Sie es erzielen. Vielleicht wird es noch mal ein Monat, wo eben dieses Minus hier rauskommt. Vielleicht wird es mal ein Monat, wo es plus minus null wird. Aber wer das immer wieder macht, wer diese Strategie sich zu eigen macht, sich diese Strategie erlernt, der hat ja wirklich ein gutes Werkzeug, um langfristig sehr, sehr schöne positive Renditen Jahr für Jahr zu erzielen. Jetzt kommt ja die Frage von Herrn Richter, kann man Optionen auch auf kleine Werte aus dem SDAX schreiben? Theoretisch ja, in der Praxis kommt es darauf an, ob diese Werte aus dem SDAX immer liquide Optionen haben. Leider ist es so, dass die Eurex nicht sehr oder sehr viele schöne Produkte hat, die aber nicht immer sehr liquide sind. Das heißt, es gibt zwar theoretisch auf die meisten Aktien, die in Deutschland gehandelt werden, also gerade die deutschen Aktien, nicht auf alle, aber auf die meisten gibt es Optionen. Oftmals ist es aber so, dass die nicht sehr liquide sind. Das heißt, es wird schwierig werden, immer Optionen zu finden, wo Sie das umsetzen können. Das heißt, Sie müssen es von Fall zu Fall prüfen, was ja allerdings über die Trader Workstation relativ einfach ist. Wenn Sie wollen, und wir wiederholen das Ganze mal hier vielleicht, dann können wir uns das auch mal anschauen, wie man das in der Trader Workstation macht, wie man dann also einfach über den Option Trader seinen entsprechenden Wert sucht und dann einfach nachschaut, okay, bringt die Prämie mir was. Wo man halt aufpassen muss, ist, dass man, muss man eben schauen, wie teuer ist die Aktie? Das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise eine Aktie haben, egal ob 5 Dollar oder 5 Euro, dann kann eben auch der Call nicht allzu viel kosten. Und dann muss man schauen, steht das dann noch in Relation zu Beispiel der Broker Commission, die ich bezahle. Das heißt, Sie sollten sich schon Aktien heraussuchen, die Ihnen das Verhältnis zwischen eingenommener Prämie und zu zahlender Kommission in einem guten Verhältnis steht. Aber das ist da kein Problem. Und gerade wenn Sie das wie wir in Amerika machen, also bei amerikanischen Börsen, da gibt es ja tausende Aktien. Und wenn ich eben sage, meine Kontogröße, ich habe ein Konto von, was weiß ich, 500.000, ja, dann werde ich eben dann doch eher auch mal Aktien nehmen, die 200 Dollar kosten oder 300 Dollar und nicht so viele Stückzahlen handeln müssen. Wenn ich sage, ich habe ein kleines Konto, ein 10.000er Konto, dann nehme ich eben sowas hier wie eine Coca-Cola, wo ich eben sage, okay, da kann ich zwei Werte im Monat handeln. Man hat ein bisschen Risikostreuung oder ich kann auch Werte nehmen für 30 Dollar, können sogar drei Stück handeln. So. Hallo Jens, wie genau sieht man denn in unserem Coca-Cola-Beispiel den Fall ab, dass die Aktie auf zum Beispiel 50 Dollar steigt und die Option dann wahrgenommen wird? Nun, wir müssen uns im Grunde überhaupt nicht absichern, denn was passiert? Nochmal zur Wiederholung. Ich gehe nochmal zurück in den Chart. Also, Beispiel hier, die Aktie geht auf 50, okay? Ich habe als Beispiel, Entschuldigung, ich habe die Aktie gekauft, hier bei 38, jetzt ist sie bei 50. Mir ist das im Grunde genommen, es ist ärgerlich, weil ich bin nämlich nicht mehr dabei, denn ich weiß, sie würden bei 39 weggenommen. Das heißt, ich habe sie im Depot, sie ist 50 Dollar wert. Das heißt, der Wert ist da. Gleichzeitig ist dieser Call, für alle, die ein bisschen sich mehr schon auskennen, die ist tief im Geld, der ist deutlich im Minus, aber dieses Minus wird komplett durch den Anstieg der Aktie ausgeglichen. Das heißt, ich habe hier eine große Verlustposition im Call und ich habe eine große Gewinnposition in der Aktie. Am Ende matcht sich das alles komplett aus. Ich bekomme die einfach weggenommen. Man könnte natürlich jetzt dann die Option zurückkaufen, wenn man denkt, die Aktie steigt noch weiter, aber das Risiko ist immer nur auf der Unterseite der Aktie, nie auf der Oberseite. Weil nach oben, ich bin halt nur begrenzt meinem Gewinn. Ich habe halt einfach, ich habe einfach den Gewinn verpasst. So, damit muss ich leben. Das ist eben eine der Seiten von Covered Call, dass ich mich in meinem Gewinn nach oben beschneide. Und hier wird gefragt, jetzt könnten wir als Beispiel Micron Technology machen. Ich habe jetzt hier keine TWS auf. Aber Micron Technology ist zum Beispiel auch eine Aktie, die wir ja lange hatten. Ich weiß nicht, ob Sie bei uns dabei waren in Kursen oder so, die wir auch oft zum Covered Call Writing genommen haben, weil sie ja lange Zeit jetzt eine sehr schöne Aufwärtsbewegung hatte.
So. Was kann man noch machen mit Covered Calls? Dann verkaufe ich sie halt für $50. Jetzt muss ich kurz fragen, wie meinen Sie das, wenn Sie die für $50 verkaufen wollen? Okay, naja, es ist so, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben die Aktie, Sie haben die Aktie hier gekauft, okay? Jetzt springt die auf 50 hoch und Sie haben auch diesen Call hier verkauft. Und Sie sagen jetzt, okay, Sie verkaufen jetzt die Aktie oben für 50, dann haben Sie einen nackten Call, der $11 im Minus ist. Das heißt, es nützt Ihnen nichts. Sie haben da eine sehr, sehr große Minusposition. Und wenn die Aktie weiter steigen sollte, Sie haben immer noch die Verpflichtung, die Aktie bei 50 bei 39 zu liefern. Wenn Sie jetzt sagen, okay, Sie kaufen die Option zurück und verkaufen hier oben nochmal einen Call neu, das können Sie natürlich machen. Muss man einfach sehen, lohnt das dann den Aufwand, das muss man dann durchrechnen, gibt es ja so Covered Call Rechner etc. Und da kann man das dann machen. Okay. So, was kann man noch machen? Viele, die zum Beispiel, genau, also wenn Sie eben dann, das ist genau, die Option statt für 39 für 50, genau. Jetzt können Sie natürlich keine 50er Option verkaufen, da kriegen Sie nichts dafür. Wenn die natürlich dann dahin gerannt ist, und Sie verkaufen dann die Option, dann können Sie das so machen. Man kann Covered Call Writing als Bestandshalter nutzen. Das heißt, es ist eine Art zusätzliche Dividende. Wenn Sie einfach jeden Monat ein bisschen was mehr bekommen, lohnt sich zum Beispiel auch eine Abwärtsbewegung. Stellen Sie sich vor, eine Aktie fällt. Und Sie wollen diese Aktie aus irgendwelchen Gründen halten, weil Sie sagen, okay, ich möchte nicht abgeben, ich möchte keine Abgeltungssteuer bezahlen, ich glaube an die Aktie langfristig, sie bringt mir auch schöne Dividende, ich kaufe eher mal noch. Ja, dann nutzen Sie das doch und verkaufen in dem Abwärtstrend permanent Calls obendrauf. Es ist doch quasi geschenktes Geld. Die Aktie läuft nach unten weg, der Call wird wertlos verfallen. Das Risiko, dass die Aktie fällt, haben Sie eh eingeplant, weil Sie wollen ja als Bestandshalter diese Aktie nutzen. Machen Sie es einfach, verkaufen Sie einfach einen Call drauf. Das wird Ihnen Ihre Verluste in der Aktie nicht ausgleichen. Aber den Verlust hätten Sie auch, wenn Sie den Call nicht hätten. Und so generieren Sie einfach Monat für Monat immer wieder neue Prämien hinzu. Wer sehr aktiv ist, also wer jetzt beispielsweise in den amerikanischen Aktienmärkten kann man das schön machen, wer viel handelt, wer viel vor den Rechnern auch sitzt, also ein sehr aktiver Trader ist, der kann beispielsweise Covered Calls mit Weekly Options machen. Es gibt in den USA, es gibt es auch an der Eurex, aber in den USA ist es wahnsinnig verbreitet, sehr liquide, sehr gut gepreist. Gibt es auf die meisten großen Aktien, gibt es Optionen, die immer an jedem Freitag verfallen. Die haben so Restlaufzeiten wenn sie aufgelegt werden, von maximal 4, 5 Wochen. Und das heißt, sie haben jede Woche am Freitag eine Option, die verfällt. Und also nicht nur eine, sondern an jedem Strike welche. Und das Tolle ist, dass diese Weekly Options, die es seit einigen Jahren gibt, dass die eigentlich immer zu teuer sind. Wir müssen jetzt ein bisschen in die Optionstheorie eindringen, das wollte ich jetzt an der Stelle nicht machen, aber Weekly Optionen sind extreme Zockeroptionen, werden sehr gerne von Kleinanlegern gekauft, weil sie eben spottbillig sind. Aber deswegen sind sie eigentlich immer zu teuer. Sie werden von den Market Makern immer zu hoch gepreist. Und viele Institutionelle, viele Market Maker machen nichts anderes, als Woche für Woche Weekly Options zu verkaufen. Und warum ist das nicht für jeden? Sie müssen aktiver Trader sein, Sie müssen davor sitzen. Das heißt, Sie müssen einfach eben quasi jeden Tag schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Normales Covered Call, da genügt es, wenn Sie einmal am Tag kurz hinschauen. Es gibt diese nächste Variante, die Leaps-Optionen, das sind sehr langlaufende Optionen, die laufen immer bis zum Januar des darauffolgenden Jahres, teilweise bis 3 Jahre im Voraus. Wenn Sie dann mal 14 Tage im Urlaub sind, was soll es, dann schauen Sie einem nicht hin. Also da kriegen Sie natürlich dann aber auch riesige Prämien. Da kriegen Sie dann auch plötzlich, wenn Sie 10% oberhalb vom Preis verkaufen, bekommen Sie auch plötzlich 7, 8% Prämie. Und deswegen ist das natürlich eine super interessante Sache, alles für alle, die jetzt nicht so ganz, ganz aktiv sind. Ich mache zum Beispiel mache mit vielen Aktien, die ich halte, permanent Leaps-Optionen. Weil das eigentlich, weil das sehr, sehr einfach ist, und weil das eine sehr, sehr
sinnvolle Strategie ist, die vielleicht im Jahr jetzt nicht keine 20% bringt, aber zusätzlich zu meinen Dividenden und zusätzlich zu meinen Aktiengewinnen vielleicht im Jahr 5, 6, 7%. Und rechnen Sie sich aus, was es für einen Unterschied auf Ihr Depot ausmachen würde. Nehmen Sie mal einen Zinseszinsrechner im Internet her und rechnen Sie sich aus, wenn Sie sagen, ich habe ein Konto, 50.000 Euro oder 20.000 spielt keine Rolle und ich bekomme im Jahr, sagen wir mal, 6% Rendite. Und jetzt setzen Sie nochmal 6% drauf und das tun Sie mal auf 20 Jahre rechnen, auf 10 Jahre. Was das für ein Unterschied ist, das ist gigantisch, was da rauskommt. Corporate Call Writing ist keine Hexerei, es ist ein Handwerk. Und Handwerk kann man lernen. Und das ist keine Raketenwissenschaft, sage ich immer. Es gibt viele Strategien im Trading, die wirklich schwierig sind. Scalpen beispielsweise, also wer das macht, der sehr, sehr aktiv in den Märkten ist, das ist echt schwierig. Da muss man schon gut sein. Corporate Call ist im Grunde genommen sehr simpel. Aber das Schöne ist an der Börse, es funktionieren auch immer die simplen Sachen. Und deswegen müssen Sie einfach mal sich ein bisschen damit beschäftigen. Sie werden sehen, auch wenn Sie vielleicht für sich persönlich sagen, ja, ich bin noch nicht ganz so erfolgreich, wie ich sein möchte, könnte das eine ganz gute Alternative sein. So, jetzt gucke ich mal ganz, ich mache schnell noch zu Ende, dann schaue ich mir Ihre Fragen noch an, okay? So, drei Dinge möchte ich noch mit auf den Weg geben, so als Merksätze. Solange ich die Aktie habe, ist die verkaufte Option zu 100% risikolos. Egal was passiert, Sie können mit dieser Option nichts verlieren, weil Sie immer die Aktie dagegen haben. Das heißt, wenn die Aktie weg ist, dann wird auch die Option, dann ist es plötzlich eine nackte Option, dann wird die riskant, dann muss man was dagegen machen, aber solange Sie die Aktien haben, ist das Ganze risikolos von der Option her. Zweiter Merksatz, die verkaufte Option verringert einen möglichen Gewinn der Aktie. Das Risiko des Trades liegt aber immer im Verhalten der Aktie selbst. Sie haben das vorhin gesehen, wenn die Aktie fällt und wird ausgestoppt, entsteht der Verlust durch die Aktie, nicht durch die Option. Die Option verringert Ihnen ein wenig den möglichen Gewinn nach oben, aber das Risiko ist die Aktie selbst. Und als dritter Merksatz, die verkaufte Option kann das Risiko der Aktie mindern, aber nicht komplett aufheben. Es ist also nicht so, dass jetzt der Covered Call der Ersatz für einen Stop-Loss wäre, sondern Sie haben das vorhin gesehen bei dem Beispiel Coca-Cola. Sie bekommen eben oben, wie gesagt, ein kleines Beispiel, 22 Dollar, können aber 45 verlieren oder so. Also er gleicht Ihnen das nicht aus, er verringert Ihnen den Verlust. Aber eben jetzt nicht in einem Umfang, wo man sagt, ach, ich kann jetzt auf Stop-Loss verzichten. Das geht nicht. Es gibt so Strategien mit Weekly-Optionen, dass man dann Woche für Woche, wenn es fällt, immer tiefere Optionen schreibt. Das kann man machen, aber das ist sicherlich etwas eher für den Fortgeschrittenen. Bevor ich auf Ihre Fragen komme, noch zwei Hinweise. Wir haben im Haus hier einen Covered Call Newsletter. Das ist, da geht es um, wo wir Aktien heraussuchen, Woche für Woche scannen, welche sich derzeit ganz gut für den Covered Call eignen. Wenn Sie wollen, wir sind Kunde bei Links, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail, info@optionsstrategien.com, beziehen Sie sich auf das heutige Webinar und wir setzen Sie 4 Wochen lang mit auf den Verteiler für diesen Newsletter. Kommt einmal in der Woche, immer am Montag und dann können Sie sich den einfach anschauen. Sie bekommen von uns ein Erklärvideo mit dazu, wie das alles genutzt werden kann, einen Covered Call Rechner mit dazu auf Excel-Basis, wie man das machen kann. Also einfach info@optionsstrategien.com und wir setzen Sie 4 Wochen auf den Verteiler für diesen Covered Call Newsletter. Und das ist jetzt die letzte Anwerbung. Wer sich noch mehr für das Thema interessiert, wir haben kürzlich hier bei uns mit unseren Kunden einen Lehrgang gemacht über, ich glaube, 12 Wochen, nur Covered Calls und da gibt es auch eine DVD darüber, die wir danach produziert haben. Das waren Webinare mit Live-Handel und so weiter und so fort. Gibt also, ich weiß nicht, 18 Stunden oder irgendwas. Wem das interessiert, das ist ein komplettes Seminar, kostet 349 Euro. Wenn Sie das interessiert, schreiben Sie uns eine Mail und wir schicken Ihnen dann Details. So, jetzt will ich aber noch auf Ihre Fragen eingehen, die Sie mir geschickt haben hier. Und zwar, leider sind die Gebühren im Verhältnis vor allem niedrigen Optionskursen das Schlimmste. Haben Sie in Ihrem Beispiel mal die Gebühren mit eingerechnet?
Ich glaube, es sind bei Links 2 € pro Option, das gegebenenfalls mal 2 jeweils für den Verkauf und gegebenenfalls Rückkauf. Sie haben vollkommen recht, Gebühren sind natürlich hier eine wichtige Sache, die man definitiv mit einplanen muss. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben bei der das Ganze von Beginn an mit einkalkuliert. Das heißt also, wenn Sie das Ganze machen, Sie können, ich habe jetzt wie gesagt hier ein einfaches Beispiel rausgesucht mit einer kleinen Aktie, die also nicht teuer ist. Wenn Sie natürlich jetzt auch Aktien nehmen, die ein bisschen teurer sind, die also vielleicht $100 kosten oder so, dann kriegen Sie eben auch Prämien, die dann nicht bei $22 liegen, sondern eher bei $100 oder auch $120 oder $150, wenn Sie in der Lage sind, Google zu handeln, dann kriegen Sie natürlich auch $500 oder $600 und dann sind die Gebühren nicht mehr so hoch. Aber wir müssen halt einfach damit leben, dass viele oder dass man gerade, wenn man kleine Kunden hat, dass dann das Verhältnis Gebühren zu Preisen immer ein bisschen schlechter ist. Da habe ich keine Lösung in dem Fall für Sie. Handeln ein bisschen mit links. Okay. Wie schreibe ich einen Call in der TWS? Können Sie das Beispiel auch vorführen? Also ich merke das beim nächsten Mal. Es ist wie gesagt, es ist ein Mausklick, wie man das machen kann. Zweimal geklickt und schon hat man diesen Call verkauft. Das ist wirklich ganz einfach aus dem Option Trader heraus. Ich bin mir sogar relativ sicher, wenn Sie auf die Website von Linksbroker schauen, dass Sie da etwas Videos finden, wo das mit drin ist. Falls nicht, oder beziehungsweise wenn wir hier eine Fortsetzung machen, also wenn Sie jetzt morgen alle schreiben, das war totaler Mist, dann machen wir es nicht. Aber wenn Sie sagen, es war okay, dann machen wir wirklich bald mal eine Fortsetzung und dann zeige ich Ihnen das auch gerne mal in der TWS. Es ist wirklich sehr, sehr einfach, wie man das dann machen kann und wie man das aufsetzen kann. Kann man Cover Call automatisch machen in der TWS in einem Schritt durchführen, also Kauf der Aktie und Verkauf der Option in einem Schritt? Oder macht man das immer in zwei getrennten Orders? Kann man so und so machen, man kann es auch in einem Schritt machen, man kann es auch getrennt machen. Wir machen es meist getrennt. Das liegt einfach daran, weil wir größere Stückzahlen machen und uns oftmals dann gerade in die Optionen etwas hineinscalen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir kaufen irgendwie 1000 Aktien oder 1500 Aktien, müssen wir dann 15 Optionen handeln und dann scalen wir uns langsam in die Aktien ein. Das heißt, ich sage nicht jetzt hier, komm, kauf mir 1500 Aktien, sondern ich scale mich so langsam in die Aktie ein und wenn ich die dann habe, dann mache ich die Optionen. Wenn Sie immer nur einen Kontrakt handeln, also einen Lot, dann können Sie das auch in einer Order machen, kann man auch in der TWS machen, kann ich Ihnen auch beim nächsten Mal zeigen. Wie muss ich täglich schauen, ob alles okay ist? Nun, Sie müssen halt schauen. Eine sehr gute Frage, warum muss man denn überhaupt schauen? Theoretisch müssen Sie gar nicht schauen. Wenn Sie also sagen, Sie verkaufen einen Call, und ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, die das so machen, Sie verkaufen einen Call, beispielsweise eine langlaufende Option, und Sie haben keinen Stop-Kurs in Ihrer Aktie, dann müssen Sie auch nicht schauen. Warum? Solange Sie die Aktie haben, haben Sie über die Option kein Risiko. Wenn Ihnen die Aktie fällt, das haben Sie ja dann wahrscheinlich eingeplant, sonst hätten Sie einen Stop. Wenn Sie allerdings einen Stop in der Aktie haben, dann müssen Sie schauen, weil Sie sonst eine nackte Option haben. Und wenn dann der Preis wieder drehen würde, dann hätten Sie nichts dagegen zu setzen. Das heißt, Sie hätten dann keinen Covered Call mehr, sondern nur noch einen Naked Call. Und deswegen müssen Sie täglich schauen. Das kommt aber eben ganz darauf an, wie Sie diese Strategie aufsetzen, wie Sie die verwalten. Und dann können Sie das natürlich machen. Also wer gerade Ja, ich zum Beispiel, wenn Sie Leaps-Optionen, Leaps bedeutet diese langlaufenden Optionen, okay, gibt es auch an der Eurex, die laufen halt dann, ja, an der Eurex laufen die immer bis Dezember und in Amerika immer bis Januar des nächsten Jahres. Wenn Sie das machen, ist das natürlich dann nicht notwendig, dass Sie da jeden Tag hinschauen. Nochmal die Frage, ich kaufe die Aktie für 38 und verkaufe die Option nicht für 39, sondern gleich für 50, wäre doch besser, oder? Naja, überlegen wir logisch. Sie haben gesehen, wenn wir die Aktie kostet irgendwie 38 noch was und wir verkaufen eine 39er Option für $22. Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine Option für $50 oder für 50 verkaufen, da kriegen Sie nichts mehr dafür. Das heißt, die kostet noch $1 oder irgendwie, da zahlen Sie mehr Gebühren, als was Sie einnehmen. Warum, ist ja ganz klar. Es ist ja nicht für jede Option der gleiche Preis fällig.
sondern Sie müssen sich ja so überlegen, wenn das so wäre, überlegen Sie Folgendes. Wenn Sie sagen, ich verkaufe eine Option, die Aktie ist bei 38 und ich verkaufe eine Option bei 50, da reden wir darüber, dass die Aktie wie viel Prozent höher notiert? 30? Weil der Strike ist 30, über 30% höher. Wir haben 15 Tage Restlaufzeit. Wenn Sie dafür noch eine Prämie bekommen würden und wenn es $15 wären, dann würde ich nichts anderes machen, als tausende dieser Optionen verkaufen. Warum? Sie haben doch fast kein Risiko. Die Aktie muss innerhalb von 15 Tagen 35% steigen. Und dass das unrealistisch ist, dass man dafür, also es ist nicht unrealistisch, dass das mal passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu gering. Und dann können Sie sich ja immer noch abhatchen, indem Sie vorweg die Aktie kaufen oder so. Das funktioniert also nicht. Sie kriegen einfach für solche ganz, ganz weit entfernten Optionen keine Prämien mehr. Ja. Um auf ein Beispiel mit Coca-Cola zurückzukommen. Okay, also hier, weil ich weiß nicht, wie die, also pro Kontrakt, es wird immer nach den Gebühren gefragt, auch hier bei Linksbroker, $4.50 Gebühr pro Kontrakt ist gleich 100 Optionen. Also es ist für eine Option es sind 100 Aktien, die Sie damit quasi handeln. $17.50, genau. Also wenn die Gebühr $4.50 ist, ich weiß es jetzt nicht genau, dann haben Sie richtig gerechnet. So, kann man Optionen auch auf kleine Werte aus dem S-DAX schreiben? Da haben wir schon darüber gesprochen. Nächste Frage, wenn die von mir verkaufte Option aus Sicht des Käufers am Verfallstag in the money ist, das heißt, der Wert, der Preis der Aktie ist, unser Coca-Cola-Beispiel, über 39, werden dann die Aktien automatisch immer verkauft oder kann es da auch zum Barausgleich kommen? Es ist immer so, dass die Aktien geliefert werden, es kommt nie zum Barausgleich. Also bei amerikanischen Aktien, Aktien, die in Amerika gehandelt werden, kommt es immer zum Barausgleich. Es gibt beispielsweise, wenn Sie das mit Futures machen würden, Covered Calls mit Futures gibt es nicht, das ist ein anderes Geschäft, aber da gibt es Barausgleich. Bei Aktien selbst gibt es keinen Barausgleich. Wenn die Aktie fällt, kann ich sie ja eh nicht verhindern. Warum? Also Stop. Nun, verhindern können Sie es nicht, aber überlegen Sie sich Folgendes. Ja, wir bleiben bei unserem Coca-Cola-Beispiel, okay? Und Sie sagen jetzt, Sie kaufen die für $38. Und die legen einen Stop, was weiß ich, $2-3 unten drunter. Und jetzt sagen Sie, Sie können es nicht verhindern, das stimmt, aber Sie können verhindern, wie groß der Stop, wie groß der Verlust ist. Was ist denn, wenn die Aktie auf, in den nächsten Tagen, die fällt jetzt jeden Tag $3. So, und Sie legen keinen Stop. Und irgendwann ist die, das ist ein Extrembeispiel, ist die bei $15 und Sie haben es nicht gemacht. Dann haben Sie bei 38 gekauft und sind bei 35. Und da ist es eben, dann doch besser, einen Stop zu setzen, weil das ja oben Ihre Prämie nicht ausgleicht. Das heißt, es ist zu gering, was Sie da bekommen. Und deswegen, das Risiko ist in der Aktie. Also, man sollte immer einen Stop haben. Erinnern Sie sich an das Jahr 2008, als Lehman Brothers pleite ging, und wo viele Aktien, auch große Aktien, 50-60% gefallen sind. Und warum soll man sich diesen warum soll man sich diesem Risiko aussetzen? Aber ich bekomme doch 39. Nein, Sie bekommen ja nicht 39. Sie haben einen 39er Call verkauft und müssen unter Umständen die Aktie für 39 verkaufen. Wenn die aber auf 15 gefallen ist, wird doch niemand von Ihnen verlangen, dass Sie ihm die Aktie für 39 verkaufen. So, nächste Frage. Covered Calls auf hochpreisige Aktien sind dennoch die bessere Möglichkeit. Absolut. Zumindest aus Sicht der Gebühren heraus. Kann man eine geschorderte Call-Option jederzeit zurückkaufen? Ja, also egal, ob Sie eine Call, eine Put-Option verkauft haben, ob Sie sie gekauft haben, Sie können sie jederzeit wieder schließen, nennt man das, diesen Kontrakt. Sie können ihn jederzeit wieder zurückkaufen oder wieder verkaufen. Überhaupt kein Problem. Sie können das innerhalb von einer Sekunde machen, wenn Sie das wollen. Also die sind immer handelbar, natürlich amerikanische Aktienoptionen nur zwischen 15.30 Uhr und ich glaube 22.15 Uhr. So, was passiert, wenn ich zwar die Option verkaufen will, aber keiner kauft? Es kauft immer einer die Option, es ist nur eine Frage des Preises.
Also das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte $50 dafür haben, wenn ich die Option verkaufen will, aber die bietet Ihnen niemand, dann müssen Sie mit Ihrem Preis runtergehen oder einen anderen Strike nehmen. Deswegen muss man auf die Liquidität achten, aber letztendlich ist es alles eine Frage des Preises. Sie kriegen jede Option in einer liquiden Aktie immer gehandelt. Es gibt Aktien, deren Optionen sind vom Spread her etwas weiter, also zwischen Bid und Ask. Aber es gibt ganz, ganz viele liquide Optionen und es ist immer eine Frage des Preises. Sie kriegen ja auch jede Aktie immer verkauft. Jede Aktie, wenn die am Tag $50 fällt, über 50%, findet sich ein Käufer. Und wenn es ein Market Maker ist, ist alles immer nur eine Frage des Preises. So. Okay. Damit habe ich, glaube ich, alle Ihre Fragen beantwortet. 19:15 Uhr. Okay. Und nochmal hier die Frage, eine Option kostet bei Links zum Beispiel $2, das muss man aber nicht mit 100 multiplizieren, oder? Nein, $2, das ist es. Also nicht mit 100, das wäre ein bisschen viel, sondern wirklich nur diese $2. Okay, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen. Hat mir Spaß gemacht. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie gesagt, wenn Sie mehr Informationen zum Cover-Call-Writing haben wollen, dann wenden Sie sich direkt an Linksbroker, die geben das dann an mich weiter oder aber auch direkt uns schreiben, info@optionsstrategien.com und vielleicht hören wir uns demnächst mal wieder hier oder auf einer Messe oder sonst irgendwo. Bis dahin, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Handel und bis zum nächsten Mal.